Das bricht die ganze Sache gleich mal wieder. Ha, schön. Und funktioniert sofort. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Leute. Ah, hier kann ich noch. Psychosen. Komm. Der greift ja voll aufs Hirn ein. Und ist sogar relativ schnell gegangen. Ja, Flugzeuge fliegen auch keine mehr. Der... Ja, 141 Jahre dauert jetzt das Heilmittel, weil echt wenige Leute noch leben. Aber jetzt ist es vorbei mit der Menschheit. Nur noch 200.000. Ja, so geht's dahin, weil wir wieder in den Lebensraum eingedrungen sind, um, ja, was weiß ich, um Häuser zu bauen, um Wälder zu roden. Oder Wälder leer zu holzen, weil man irgendwelche Hölzer braucht, exotische. Und dann trifft man halt auf sowas. Und das bringt einen halt dann so richtig um. Also so richtig. So, es leben eigentlich noch viele Länder. Also da sind echt vereinzelt noch ein paar Leute, die sich nicht mehr zusammenfinden werden, bis sie hier den Löffel abgeben. So, hab ich vielleicht noch die Möglichkeit. Eigentlich kann ich das hier zurück. Oh, nein. Rückentwicklung kostet ja. Ah, okay. Okay. So, komm schon. Die letzten. Komm. Das haben wir gleich. Schuh. Ich guck mal auf die Uhr, wie spät das ist. So, ich guck mal auch schnell aufs Handy. Was mir meine Scheißmaschine hier geschrieben hat. Ich habe sie sogar als Scheißmaschine eingespeichert. Ja, Programm Ende. Passt. So. Passiert eh nicht mehr viel, weil die Menschheit eh nur noch krepiert. So, 11 Mille nur noch. 10 Mille, komm. Ah, komm, die müssen doch eh schon fast verhungern. Ja, die können doch nichts mehr zum Essen finden. Ist ja doch schon eine hübsche Zeit her, wo die ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist. Ja, Häfen und alles wäre zu, aber wen interessiert das noch? Die wenigen Leute. Hätten sie mitkriegen müssen, dass eigentlich alle Länder infiziert sind, dann hilft das eigentlich nichts mehr, das Ganze schließen und geschlossen lassen. So, wie viele Länder haben wir noch? Ach, nur noch China und Japan. Ja, dann können wir den Chinesen beim Sterben zusehen. Ja, die Japaner sind gleich durch. Die haben gleich keine Qual mehr. So, der letzte Japaner ist tot. Und nur noch 1 Million, oh, nicht mal ganz 1 Million Chinesen. Ja, die verstecken sich schon extrem gut vor der Krankheit. Mr. Krabs, wird Krankheit, wird Menschheit auslöschen. Ja, ist klar. Wie das irgendwelche News noch funktionieren bei dem, ja, Menschheitsstand. Muss man ja sagen. Und wie lange braucht ein Heilmittel? Ja, wird schon gar nicht mehr dargestellt. So. Nicht mehr viele. Nicht mehr viele. 100.000, 95, 80, 75, 60, 61. Komm. Komm. Und alle tot. Yay, alle ausgelöscht. Und wieder 1.400... sonst hat 1453 Leute hier Tage gebraucht. Ja, passt. Passt. Landbonus gehen und der Seuchenbonus Parasit wurde freigeschalten. Okay. Dann gehen wir hier gleich mal wieder rein. Schön. Haben wir geschafft. So, jetzt ist der Parasit dran. Das war Neuraxwurm. Neuraxwurm. So, und jetzt kommt ein Parasit. Parasitäre Lebensweise. Lebensweise verhindert. DNS-Veränderungen. Und. Die Infektionen. Keine Ahnung. Neuer Gentyp entdeckt. Okay. Orange DNS. Dann hätte ich Mutationsbonus. Landbonus, erhöht Seuchenausbreitungschancen über Land.
Und Trockenbonus kriege ich auch wieder. Und ja, sonst habe ich keine Auswahl mehr. So, normal wieder. Und ich nenne ihn. Es ist ein Parasit. Nenne ich ihn Paralysierend. Nee, andersrum. Sierend. So. Paralysierend eingesetzt werden. Ich nehme. Komm, ich probier's mal mit England. Einfach mal total random, weil eigentlich England ein ziemlich, ja, weitreichendes Land ist. Parasiten ist, was? Paralysieren ist ein Parasit, der durch die parasitäre Lebensweise kannst du keine DNS-Punkte durch das Infizieren von Menschen sammeln. Hole dir deine Punkte von DNS-Blasen. Okay. Ist natürlich super, wenn man nur über die DNS-Blasen DNS-Punkte bekommt. Aber ich krieg auch so welche. Es ist schon komisch. Wo kriege ich dann meine DNS-Punkte her? Ja. Das ist gerade sehr verwirrend. Ich habe erst drei Infizierte. Da muss ich was dagegen tun. Also Scheiße, Übertragung kostet noch ein bisschen. Ein bisschen was kostet das? 9 DNS-Pünktchen. Ah, okay. Ah, die kann man schwerer entdecken lassen. Also, wenn man sich besser tarnt, täuscht und so. Velvet Time Shoulder Than Together. Wieso kriege ich englische Nachrichten? Naja. Wohl was implementiert worden und noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. Ja, vielleicht kommt es ja bald. Schuh. 7, 8. So, eine Blase. Und dann kann ich mal hier Übertragung steigern über die Luft. Weiß zwar nicht, wie ein parasitärer Wirt sich oder ein Parasit sich so verbreiten lassen kann, aber es geht irgendwie. Irgendwie geht es mal wieder. So, ich guck mal auf die Uhr. Mal kurz vor 7. Läuft ja alles. So, komm schon. Achso, ich könnte ja auch mal ein bisschen schneller machen. Das hatte ich ja schon wieder total vergessen. So. Hier zentriert. So, nochmal Wasser dazu. Wie bringt denn das eigentlich nochmal? Einiges. Schon krass. So, normalerweise ist an kalte Temperaturen gewöhnt, unser Kleiner. So, jetzt brauche ich dann noch die Tabletten für 11. Ah. So, schweres Erdbeben in Japan. Höre ich gern. So, ein bisschen was noch. Komm schon. Ah, jetzt kommen die Punkte. So, das entwickle ich auch mal sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Hauptsache schwer zu entdecken. Es ist doch ein ziemlicher Vorteil, schwer zu entdecken zu sein. Dann passt es auch um einiges besser. So, kommt schon. Ich will hier noch ein paar Bläschen, ein paar kleine Blasen, um hier voranzukommen. So. Na, Schlafstörungen. Was machst du mit denen denn? Zurück. Oh ja, das kostet mal wieder. Ist ja schön. Ist ja schön, dass wir hier wieder dürfen. So. Frankreich habe ich auch noch infiziert. Dann läuft das ja. Dann sind schon mal ein paar mehr infiziert. So, entwickeln. Symptome, Fähigkeiten. An Hitze muss ich noch gewöhnen, den kleinen Parasiten. Neues Hilfsprogramm für arme Länder. Auch nicht schlecht. So, hätte ich mir vielleicht durchlesen sollen, aber heute habe ich es mal echt nicht mitlesen. So, Fest der Liebe in Frankreich. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Das Fest der Liebe. Ist ja wie Weihnachten. Würde ich mal sagen. So. Jetzt
Jetzt kommen ein paar Bläselchen endlich mal dazu. So, 7, 8, 9, 10. So, jetzt schreitet voran. Alles Mögliche. Aber die Krankheit irgendwie noch nicht richtig. Zystensymptom montiert. Hörst du mir auf? Jetzt muss ich das schon wieder zurückentwickeln. Meine guten DNS-Punkte. Du brauchst sie alle auf. So. Es kommt doch noch was. So, hier nochmal, da nochmal. Ah, jetzt ist endlich mal Verbreitung drin. Jetzt verbreitet er sich besser. Und wie? Alter. Alter, jetzt muss ich echt mal kurz pausieren. Sonst wäre ich dem Ansturm hier nicht her geworden. England ist da phänomenal. Ab einem gewissen Punkt von England geht es ja nur noch mit roten Linien hier lang. Und das ist natürlich explosionsartig und super. Ich hätte das Mutieren, glaube ich, rausnehmen sollen. Weil das mir natürlich einiges an DNS-Punkte kostet und raubt. Die ich ja doch im Laufe des Spiels noch brauche. Oder der Partie, der Runde. Wie man es auch nennen will. Irgendwie sowas. Ja. 12 Infizierte. So, hier nochmal. Eigentlich müsste ich nochmal über den Wasserweg gehen. So, schwere Überschwemmung in Neuguinea. So, gut, dass ich es endlich mal ausgesprochen habe. Lesen kann ich es ja irgendwo. Abspeiern auch. Zystensymptom mutiert. Mann, hörst du mir auf mit deinen scheiß Zysten? Mensch! Meier! Was soll denn das? So, hier noch ein paar Länder. Weil es so schön ist. So, jetzt ist Island dran. Nee, Island war schon dran. So, Durchbruch in der Durchfallforschung. Oh! Unser Parasit hat ja schon 6000 Leute umgebracht. Wer hat denn das schon wieder angestellt? Der böse Junge. Alter, er verbreitet sich ab und an echt schnell. So, wie sieht es mit der Welt aus? Ja, hier noch ein paar afrikanische Länder, aber da habe ich was dagegen. Und zwar das hier. So, die Stechmücken. Die sind eigentlich immer heimtückisch. Die sind immer da. Die sind in jedem Land da. Man muss natürlich überall mal was her. So, jetzt habe ich aber definitiv bald jedes Land infiziert. Außer Grönland mal wieder. Das ziert sich mal wieder. Achso, scheiße. Verkehrter Knopf. Nee, sind noch ein paar Leute. Paar Dinger. Hier in Afrika, hier die Riege, Grönland und da hinten nochmal. Also die hier sind auch noch nicht infiziert, die Philippinen. Aber für das müssen die Nachbarländer mal infiziert sein, dass da mal ein krankes Schiff darüber kommt. So. Aber es breitet sich über die ganze Welt extrem gut gerade aus. Also ich habe auf das richtige Pferd gesetzt. Auf England. England ist echt gut. Muss man zugeben. Gibt es viele Überlandflüge. So, der Rest geht eigentlich hier nur... Ja, England ist der Knotenpunkt hier. Das geht über die ganze Welt. Da geht's rüber, da geht's rum. Ja, fliegen eigentlich jeden Flughafen an der Welt oder fast jeden. Und den die nicht anfliegen, fliegen dann die anderen an. Da, China ist fertig. Indien kommt auch schön langsam dazu. Ah, oh, schön. So. Dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig. So, habe ich Kälte 2 schon entwickelt? Nee. Ich habe noch nicht mal Kälte 1 entwickelt. So, jetzt entwickle ich das noch. Und ja, komm. Passt soweit. Man muss es ja nicht übertreiben. So, Grönland ist infiziert. Eigentlich müsste jetzt jedes... Nein, Marokko und Westafrika noch nicht. Da muss sich erstmal alle durchschlagen. So, jetzt haben wir Westafrika auch schon kranke. Und jetzt nur noch Marokko. Dann ist der Käse gegessen. Dann können wir nur noch drauf warten, bis die ganze Menschheit mal voll ist. Aber mit der Ländlichkeit habe ich eigentlich schlecht gesetzt. Mutationen, ja gut, die hätte ich weglassen können. Aber ich habe ja doch...
Ja, einiges an DNS-Punkte, deswegen ist das eigentlich nicht so tragisch. Kommt da eigentlich kein Schiff her? Das ist schon irgendwie kurios. Ah. Ein sehr großer Vogelzug erwartet. Ja, das dürfte mal der ganzen Sache wieder einen Schub geben in die richtige Richtung.